B1.4. Berechnen Sie den Flächeninhalt A der Trapeze A in B in C in D n in Abhängigkeit von x. Bestimmen Sie sodann den maximalen Flächeninhalt A max der Trapeze A in B in C in D n und geben Sie den zugehörigen Wert für x an. Und ein Zwischenergebnis gibt es auch noch. A in B n in Abhängigkeit von x sind minus 0,1x² plus 0,5x plus 3. Also Flächeninhalt bestimmen. Erster Schritt würde sich empfehlen, erstmal die Flächenformel für Trapeze zu suchen und die aufzuschreiben. Findet man auf jeden Fall eine Formelsammlung. A vom Trapez ist gleich 0,5 mal Klammer auf a plus c Klammer zu mal h. Jetzt überlegen wir uns für unseren Fall, was sind die Strecken a und c und die Höhe. 0,5 mal. So, a und c sind die parallelen Seiten vom Trapez. Also bei der Trapezformel sind hier immer die parallelen Seiten einzugeben. Und in unserem Fall die Strecken a, b und c, d. Also a in b n plus c n d n. Und die Höhe lassen wir als Höhe h stehen. Okay, vergleichen wir mal mit unseren Trapezen, was ist uns alles bekannt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, nehme ich mal orange, die Strecke CD ist immer 5 Längeneinheiten lang. Wissen wir aus der Aufgabe 1.2, da steht es drin. Die Höhe vom Trapez liegt immer senkrecht zu den parallelen Seiten, also zum Beispiel so drin. Ja, hier haben wir einen rechter Winkel drin. Und jetzt mal ganz schnell gesagt, diese Strecke kennen wir auch sofort, weil wir kennen den Pfeil A in D n, ja, der ist 2, 1 und dieser Pfeil A in D n heißt immer, geht 2 nach rechts und 1 nach oben. Also ist der automatisch 2 lang, damit ist die Höhe des Trapezes auch automatisch 2. Das H kennen wir also auch schon. Bleibt noch das A in B n übrig und da kommt jetzt tatsächlich die funktionale Abhängigkeit ins Spiel. A in B n hier mal an diesen Beispielen vom Grünen, vom A2B2, stellen wir folgt auf. Wir überlegen uns, wie liegt die Strecke A2B2 stellvertretend für A in B n im Koordinatensystem. Sehen wir sofort, die ist parallel zur y-Achse. Damit lässt sich die Länge dieser Strecke sofort ausrechnen über y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt, also oben minus unten. Ja, und damit haben wir eigentlich im Prinzip alles schon, was wir für diese Flächenformel vom Trapez brauchen. So, die funktionale Abhängigkeit mit a und b, n, die rechne ich jetzt extra nochmal aus. So, Länge von a und b n ist gleich, wie gesagt, y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Der obere Punkt ist der Punkt a, also y von a n minus y von b n. So, jetzt muss man halt nochmal in den Aufgaben suchen, wo ist der a und wo ist der bn. Ich scroll jetzt tatsächlich mal nochmal hoch, damit man den auch deutlich sieht, dass der in den Aufgaben drin steht. Unter 1.2 haben wir hier den Punkt an und hier den Punkt bn gegeben. Und das sind die zugehörigen y-Koordinaten dazu. Die schreibe ich jetzt einfach unten rein, so wie sie hier stehen. Y von an, also minus 0,5x plus 1, minus y von bn, 0,1x² minus x minus 2. So, einfach eintragen. Minus 0,5x plus 1 minus, und jetzt Achtung, eine Klammer setzen, weil sonst würde nur der erste Term von der y-Koordinate mit dem Minus versehen. 0,1x², was war es? Minus x minus 2. So, auflösen und zusammenfassen. Ich mache es jetzt ausführlich. Ich löse jetzt erst die Klammer auf. Minusklammer heißt, ich lasse das Minus und die Klammer weg und drehe jedes Vorzeichen von jedem Summanden in der Klammer um. Also hier dieses Minus und die Klammer fällt weg. Und jetzt 0,1x² wird zu minus 0,1x². Minus x wird zu plus x. Minus 2 wird zu plus 2. Diesen Effekt hat eine Minusklammer. Und jetzt letzter Schritt, noch zusammenfassen, was zusammengefasst werden kann. Minus 0,1x² bleibt einfach stehen. Ja, ich sortiere jetzt gleich nach den Graden über der Variable. Und jetzt haben wir hier minus 0,5x und plus x sind plus 0,5x.
Ja, plus x ist ja im Prinzip nichts anderes als plus ein x. Steht keine Zahl vor einer Variable, ist es automatisch die Zahl 1. Und 1 minus 0,5 sind 0,5x. Und dann haben wir jetzt hier noch 1 plus 2 sind 3. So, in dem Fall können wir auch vergleichen, weil hier steht noch das Zwischenergebnis mit dabei. Haben wir also richtig gerechnet. So, damit ist a und b n bekannt. Setzen wir es in die Trapezformel ein. Schreibe ich nochmal hin, at ist gleich 0,5 mal. So, Klammer auf, jetzt kommt das a in bn, also den Teil, den wir gerade ausgerechnet haben, minus 0,1x² plus 0,5x plus 3. cndn ist bekannt mit 5, also haben wir hier plus 5. Und mal h, h ist auch bekannt mal 2. Ja, haben wir vorher erklärt. So, jetzt gilt es noch, das auszurechnen. Jetzt kann man ein bisschen vorteilhaft rechnen. 0,5 mal 2 gibt 1, damit fällt es komplett weg. Die Faktoren außenrum und 3 plus 5 sind 8, also folgt hieraus minus 0,1x² plus 0,5x plus 8 ist meine Flächenformel. So, erster Teil erledigt. Jetzt müssen wir noch das Maximum bestimmen, beziehungsweise maximalen Flächeninhalt. Sobald das Wort Maximum auftaucht, sage ich persönlich immer, das machen wir über einen Taschenrechner. Da gibt es die schöne Maximumfunktion, mit der das super schnell erledigt bzw. gerechnet werden kann. Also im Prinzip ist nichts anderes, als wir geben einmal den Term an, den wir in den Taschenrechner eingeben wollen. Das ist in dem Fall der Flächenterm, den wir gerade ausgerechnet haben. So, und dann gehen wir einfach auf CalcMax und lassen uns die maximalen Werte berechnen. Das sieht dann im Prinzip so aus. Ich nehme meinen Taschenrechner, gebe es hier ein, minus 0,1x². Was hat man jetzt? Plus 0,5x plus 8. So, was ich dann im Sharp überprüfen muss, ist, ob der maximale Wert überhaupt sichtbar ist. Ja, wir sehen, es gibt einen höchsten Punkt. Also haben wir ein Maximum, das sieht man, also kann man auch finden. Gehen dann auf Kalk und hier gibt es jetzt die Option Maximum. Enter. Und jetzt schreiben wir einfach die beiden Werte ab. Ja, x ist 2,50, bitte runden auf zwei Nachkommastellen und y ist 8,63. Schreiben wir hin. X ist 2,50. Y ist, was waren es, 8,63. Und das Y ist gleichzeitig immer mein T-Max oder mein A-Max. Ja, damit wäre die Aufgabe auch schon gelöst. Falls jemand diese tolle Taschenrechnerfunktion nicht zur Verfügung hat, weil es der Taschenrechner nicht unterstützt, eine andere schöne Möglichkeit wäre, über die Formel des Scheitelpunkts zu gehen. Man muss eigentlich nur wissen, das Maximum oder das Minimum einer quadratischen Funktion ist nichts anderes als der Scheitelpunkt des Graphen, salopp ausgedrückt. Für den Scheitelpunkt eines Graphen gibt es in der Formelsammlung meistens eine tolle Formel dafür. Und zwar heißt sie wie folgt: Scheitelpunkt lässt sich berechnen über minus b durch 2a für die x-Koordinate, also der x-Wert kann man darüber berechnen, und für die y-Koordinate c minus b² durch 4a. Das ist die y-Koordinate. Die kann man darüber schnell berechnen. So, dieses a, b und c bekommen wir natürlich hier oben aus der quadratischen Gleichung des Flächenterms. Ich schreibe es jetzt mal hier drunter. Hier haben wir das ax² plus bx plus c. Also einfach hier unten einsetzen fürs a, b und c und im Taschenrechner ganz normal eintippen und ausrechnen. Und schon hat man die beiden Werte für x und auch den maximalen Flächeninhalt.